Hallo und herzlich willkommen, YouTube. Heute gibt es wieder ein kleiner, aber feiner Liquid Clip, ne? Bang Juice Alpha Bravo. Ne? Der Name ist ja sehr kurios, nenne ich das mal. Ich schalte das mal einmal kurz in die Linse. Hinter dem Namen Alpha Bravo verbirgt sich Paczki, keine Ahnung, eine polnische Hefeteig-Spezialität, tarnt sich unter Zuckerguss und hat es in sich. Süße Konfitüre. Also hier geht es eigentlich um eine polnische Hefeteig-Spezialität. Okay, ich würde sagen, da das hier oft passiert, google mir einfach mal. Copy-Paste, Niggas. Ah, okay. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, dieses Paczki. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gedampft und es ist verdammt süß. Ohne Scheiß, es ist wirklich sehr, sehr süß. Ne? Es steht ja auch dabei, süße Konfitüre, Zuckerguss, Hefeteig-Spezialität und so weiter und so weiter. Wie gesagt, 60 Milliliter Flasche, ihr habt oben nochmal 10 Milliliter fehlen natürlich. Das Ganze ist überdosiert, ihr müsst halt mit der Shot drauf kippen oder das Ganze mit Base auffüllen. Ne? Verdammt. Warum habe ich Bang Juice jetzt am Schlüssel? Bang Juice ist irgendwie voll im Social Media Hype, habe ich das Gefühl. Überall, wo man hinguckt, Instagram, Facebook, weiß der Geier, was sieht man überall? Bang Juice. Und da dachte ich mir so, bevor das irgendwie alles an dir vorbeigeht, solltest du das Ganze eventuell mal testen. Ja, und so war es dann. Und ich habe mir direkt genau das Richtige geholt, denn das schmeckt lecker. Ihr seht, der Preis ist halt natürlich so eine Sache für sich, ne? Ach, ich laber da von Liquid, ich spacko eher, sorry. Also wenn man zu viel Reviews aufnimmt, kommt man irgendwann mal wieder durcheinander. Es ist ein Aroma, das ist bis dahin voll mit Aroma, also es ist ein Filling-System. Da bis dahin Aroma und dann müsst ihr auffüllen mit Base, sorry. Dass ich mich jetzt hier eben ein bisschen verbabbelt habe, ne? Aber ihr habt wirklich so eine richtig geile Süße dabei. Das Kuriose ist, ich habe jetzt gerade eben das Gefühl irgendwie gehabt, dass ich Erdbeer dabei geschmeckt habe. Obwohl da nichts von Erdbeer steht. Ist da irgendwie Erdbeer drin in so einem Zeug da? Keine Ahnung, kann ich jetzt echt nicht eine polnische Hefeteigspätzle. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal gegessen habe. Jetzt mal ohne Scheiß. Aber wirklich, ihr habt so eine ganz, ganz kranke, ganz, ganz extreme Süße da drin, die aber nicht zu extrem ist, sondern die ist halt wirklich geil verpackt, ohne Scheiß. Ich habe das Gefühl, dass da Erdbeer mit drin ist. Keine Ahnung wieso. Ohne Scheiß. Es schmeckt aber wirklich so für Leute, die auf sehr, sehr süße Liquids stehen. Die werden da definitiv mega drauf abfahren. Und ich sag mal, ein Aroma zu testen ist ja weniger das Problem, wie jetzt mal ein Premium-Liquid zu testen. Ne? Also kann man guten Herzens definitiv weiterempfehlen. Wie gesagt, je nachdem, vielleicht ist ja jetzt gerade jemand dabei, der noch nie großartig Liquid-Clips von mir gesehen hat. Ich mache immer so Shortclips, ne, meistens immer so unter 5 Minuten. Stell das ganz kurz vor, in der Hoffnung, dass ihr das vielleicht noch nicht mal gesehen habt. Ne, dadurch habt ihr dann wieder was Neues gefunden. Erklär oder erläuter mal dann eben kurz halbwegs, wie es mir schmeckt oder was ich empfinde so. Und ob die Sachen so schmecken, wie sie angegeben sind. Und da kann man schon wieder sagen, süße Konfitüre definitiv. Polnische Hefeteig-Spezialität, keine Ahnung, habe ich halt noch nie gegessen, ne, mit dieser Zuckerguss etc., das kommt schon so in diese Richtung, wie gesagt, also das sieht auch lecker aus, das würde ich meiner Frau mal als Aufgabe geben, dass sie das mal machen soll. Also, wer volles Brett auf Süße steht, probiert's einfach. Mega, mega nice, Freunde. Deswegen, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir lieben gerne ein Like oder ein Abo da, ihr kennt das Spiel. Stay true, join the website of life und bis demnächst.